Bestimmt können sie uns das sagen. Haben wir nicht schon mal welche... Ja, weiß nicht, haben wir schon mal welche getroffen? Was? Stress mit der Freundin? Ist nicht gut. Er jage zwei große Reißzahnwühren. Ah, das war also das... Aha. Lieferung hatten wir keine, ne? Nee. Beutezüge. Hier, ein großes Monster erjagen. Das ist immer... Das ist immer gut. Das ist immer gut, das ist immer angenehm. Aber naja, Stress gehört aber auch zu sowas dazu, ne? Also, es kann ja nicht immer alles nur Tutti-Futti sein. Man muss auch mal seine Meinungen sagen dürfen. Selbst wenn es nicht die Meinung der Partnerin ist, muss diese akzeptiert werden. Es mag sein, dass es hier haarig wird, aber wir wahren die Fassung. Bleib ruhig und überprüfe die Grundlagen. Erstens, wie macht sich deine Ausrüstung? Ich habe neue Produkte im Angebot. Schau sie dir mal an. Ja, komm, neue Produkte. Ich verstehe ihre neuen Produkte nicht. Sie hat eigentlich nie neue Produkte. Ich weiß nicht, was die an neuen Produkten... Die hat irgendwie keine neuen Produkte. Ich weiß nicht, was sie immer erzählt. So, Ausrüstung verbessern. Ich bin mal gespannt. Können wir irgendwas mit unseren schönen Doppelklingen machen? Wir haben ja jetzt, ne? Hier, guck mal, da können wir große Gyros machen. Können wir Gyros machen? Können wir mit. Warum darf ich nicht? Ach, wir müssen erst von hier und dann hier runter. Nein, shit. Oh, schade. Das wäre eigentlich jetzt... Oh Mann, wir brauchen eine Tobi Kadachi... Wir brauchen zwei Tobi Kadachi-Elektroden. Oh, ich glaube, wir gleich in der Expedition gehen wir einen Tobi Kadachi jagen, oder? Weil dann können wir nämlich... Nee, ich möchte gerne hier unten drauf. Nee, wir sind... Ich bin verwirrt. Warte, ich bin verwirrt. Was ist jetzt unsere Waffe? Ach, das ist unsere Waffe. Okay, wir brauchen Tobi Kadachi Elektroden, Tobi Kadachi Clown und zwei Strombeutel. Jetzt sehe ich das erst. Wunderbar. Das ist aber gar nicht mal wenig. Was, die hat deine Xbox geschrottet? Na und? Macht doch nichts. War eine Xbox. PlayStation ist viel besser. War ihr Statement dazu. Nicht? Ausrüstung schmieden. Blutungswiderstand. Konstitution. Schnelles Wegstecken. Aha, ich verstehe. Was bringt denn das hier? Warte mal, Infos hier. Erweiterter Zugangriff um einen Betäubungseffekt und erhöht die Angriffskraft leicht. Verringert den Schaden bei Blutung. Schnelles Schärfen. Kritischer Blick. Was macht kritischer Blick? Erhöht die Affinität. Affinität. Was habe ich denn eigentlich hier? Achso, das sind die. Achso, das sind. Ah, genau. Könnten wir uns natürlich wieder eine Hose machen. Was tragen wir denn derzeit für eine Hose? Warte mal, vergleichen, da. Nee. Vergleichen, so. Nein. So, meine Güte. Verteidigungsboost. Was bringt Konstitution? Verringert den pauschalen Ausdauerverbrauch. Ja. Naja. Nee. Ich weiß nicht, ich mag das Set hier schon irgendwie, aber irgendwie so nö. Hallo Kiel. Oder Kiel.
Okay, das ist schon ein bisschen abgefahren, Kevin. Das ist ein bisschen hart abgefahren, muss ich sagen. Das ist ein bisschen sehr hart abgefahren. Kommt man dann auf so eine Idee? Ich habe gerade gedacht, sie hat alles angesteckt, dass sie alles angezündet hat. Hat alles angezündet. So, wir reden nochmal mit dem Kommandanten. Ach nee, das ist nur der Anführer, das ist nicht der Kommandant. Hey, ich bin gerade wieder zurückgekommen. Ach, bevor ich es vergesse, die Gelehrten in der Forscherbasis wollten, dass ich dir das hier gebe. Sie haben sich wohl vom Luftschiff-Ingenieur inspirieren lassen und dann dies zusammengestellt. Hier, bitte, sie bedanken sich und möchten, dass du sie wieder besuchst. Viel Spaß damit. Lebenskraftmantel. Oh, das klingt gut. Das klingt aber cool. Also besser als unsichtbar sein. Bei unsichtbar sein vielleicht auch gar nicht mal was Schlechtes ist, aber mich interessiert das jetzt. Warte. Ausrüstung ändern. Du springst länger und kannst auf Wind reiten. Platziert eine Räuchervorrichtung, die langsam deine Gesundheit regeneriert. Platziert eine Räuchervorrichtung, die alle anormalen Statusse... Aha. Negiert einen bestimmten Schadensmenge, danach endet der Effekt. Ich finde das eigentlich ganz cool. Nehmen wir mal das mit. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt oder so. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Okay. Wir sollen eigentlich... Ich geh erstmal was essen. Komm, da wir ja auch einen Tobi Kadachi angreifen wollen. Hallo Chat. Da wir auch einen Tobi Kadachi angreifen, töten, liebhaben wollen, müssen wir ja... Wer ist gut, der Mantel oder die Räucherstäbchen? Taimu. Die Mantel? Oh, guck mal hier. Volle Ausrüstung. Verteidigung hoch, Elementarwiderstand hoch. Sollten wir nicht andere Waffe für Tobi Kadachi haben, weil wir ja Blitz haben? Ah, wir bleiben einfach dabei. So wurscht. So wurscht. Wurscht. Jetzt schön in der Nacht irgendwo draußen sitzen und was essen, Alter. Erstmal fett grillen, angrillen. Was? Weil du mit deiner Schwester... Was? Okay, es tut mir leid, aber das ist wirklich krank. Es tut mir wirklich leid. Es tut mir wirklich leid, das zu sagen, aber es ist wirklich verdammt krank. Es ist wirklich... Ja. Ich weiß gar nicht, was ich zu sagen soll. Oh, ja. Ja, für Tobi Kadachi wirklich Waffe wechseln, ne? Aber was ist eigentlich... Was ist gut gegen Blitz? Oder Elektronik oder wie auch immer? Gegen Strom, gegen Strahl? Was ist denn da ein gutes Element gegen? Wasser nicht. Feuer ergibt keinen Sinn. Drache, weiß ich nicht, keine Ahnung. Drache, weiß ich nicht. Was gibt's denn sonst noch für Element? Feuer, Wasser, Blitz, Drache? Gab's nicht noch eins? Luft? Gibt es Luft? Ist Luft ein Element? Es riecht nicht nach. Es riecht nicht elementartastisch. Du weißt, wie der Hase läuft. Such nach Hinweisen. Ja. Lass uns getrennt suchen. Oh, keine Gott sei Dank. Diesmal passe ich auf. Oh, Gott sei Dank möchte sie getrennt suchen. Was? Echt Wasser? Wasser ist gut gegen Tobi Kadachi? Eis? Was? Es gibt Eis? Stimmt, es gibt Eis. Eis? Ich habe kein Eis, ich habe nur Wasser. Gift habe ich nicht. Ich habe nur Wasser dabei. Warte mal, wo sind denn überhaupt Glut? Warte mal, wir haben doch... Hier, wir können den Aquahammer nehmen. Eis und Feuer, 2 Sterne. Kann man das irgendwo... Kann ich das irgendwo in-game sehen? Sowas?
Aber wird Feuer, dann können wir ja wieder hier unsere faszinierend tolle Glutklinge nehmen. Ich frage mich, kann ich das irgendwo sehen? Können wir ja auch wieder unsere Verteidigung. Hier, Angriffsboost. Angriff ist die beste Verteidigung. Wir haben immer noch das hier, ne? Das ist echt erbärmlich. Das ist echt erbärmlich, dass wir immer noch unsere selbe Weste haben. Im Monster-Lexikon. Okay, da muss ich mal ganz kurz nachgucken. Warte, da gucke ich mal ganz kurz. Im Monster-Lexikon. Das war schon mal nicht das Monster-Lexikon. Warte. Da ist er hier irgendwo. La 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 la. Tobi Kadari. Okay, wir haben noch nicht sehr viel über ihn erfahren. Wir haben noch nicht viel über ihn erfahren, ich glaube. Ja gut, wir haben bis jetzt auch nur einmal gegen ihn gekämpft. Ne? Naja, gut. Ich habe jetzt auf jeden Fall erstmal wieder meine Waffen dabei. Wo sind wir denn hier eigentlich? Hat sich der Wald verändert? Gut, Spuren suchen. Fußspuren. Hilft. Große Jagra-Fußspuren. Wo führt uns jetzt unsere Spähkäfer hin? Eiselement haben wir aber noch gar nicht, ne? Also nicht, dass ich wüsste. Hier sind wieder irgendwelche Fußspuren. Erste Viviriana-Fußspuren. Oh, wir haben sie schon gefunden, oder was? Honig? Nicht dran vorbei. Ja, ich bin dran vorbeigelagelt. So. Müssen wir für die Feldforschung machen. Honig sammeln. Hallo? Bäh. Was ist los mit dir, Mann? Wo kommt der denn her? Oh. Akim! Ah, wirklich? Ich sammle die Fußspuren auf. Brauchte ich nicht. Oh. Und wir haben unseren Unsichtbarkeitsmantel nicht, ne? Oh, ich habe den Mantel auch gar nicht getauscht. Ah, ich will jetzt gerade nicht gegen den kämpfen. Tut mir leid. Er hat unsere schöne Spur zerstört. So, ich mache ihn mal ganz kurz ins Gebüsch vor Angst. So, dürfen wir uns wieder bewegen. So, wir müssen nach da an. Wenigstens haben die Spähkäfer die Spur nicht verloren. Blöder Anjanjat. Kann nicht sein, dass er sich mit uns anlegt. Oh, ist das hoch hier? Ich weiß gar nicht, ehrlich, ich weiß gar nicht, wo ich den Tobi Kadari finde. Bringt nichts mehr, wenn wir jetzt die Fußspuren aufsammeln, oder? Wo sind wir eigentlich? Wo sind wir und was machen wir hier? Alte Schuppen? Warum alte Schuppen? Wem gehören die alten Schuppen? Warte mal, das brauche ich gar nicht hier, ne? Die Knochen sammeln brauche ich, glaube ich, gar nicht, oder? Nee. Oh, guck mal, das Handy. Wo soll ich lang? Ach, da nach oben. Ich meine, die haben wir schon mal getroffen. Haben wir von denen nicht mal so einen Maxi-Trank bekommen oder sowas? Wenn das die waren. Ich weiß es nicht.
Beziehungsweise hier oben war ich noch nie gewesen, in meinem ganzen Leben noch nie. Also werden es die wohl doch nicht gewesen sein. Kerben. Ein Rathalos. Weiß ich nicht. Sind das nicht die männlichen Rathiane oder so? Wie lang? Ja. Achso, noch höher. Ach, noch höher. Mann. Rechnet doch keiner mit. Ich habe sie nicht hochfliegen sehen. Dann weiß ich das auch nicht. Honig. Hey. Honig. Hör auf, an deinen Fingern zu riechen. Sammel den Honig ein. Echt? Sind das Fußabdrücke? Ich folge hier schon seit geraumer Zeit. Sieht so aus, als hätten wir beide die gleiche Stelle gefunden. Ach ja, wir sollten uns auftrennen. Stimmt, du warst ja gar nicht dabei, Vibe. Vibe. Okay, hier oben war ich in meinem ganzen Leben noch nie gewesen. Bin ich hier richtig? Hä? Was? Ich glaube, wir haben's. Die haben aber verflucht viele Füße. Die Fährte scheint hier zu enden. Das ist eigentlich nie gut, wenn die kleinen Tiere weglaufen, oder? Wir werden sterben. Ein Rathalos! Wir haben eine Feuerwaffe, toll. Wenn ich mir jetzt ein Monster aussuchen könnte. Ich kenne die alle beim Namen gar nicht. Eigentlich den wir auf Sora Magdoros bekämpft haben. Und wir haben wieder unsere Schild- und Schwertwaffe. Scheiße. Rathalos. Fliehen wir wirklich? Das wäre gut. Ich glaube, wir sind wirklich weg. Halt dich nicht so an mir fest, Mann. Wie durch einen doofen Zufall haben wir sie gefunden. Die habe ich doch schon mal gesehen. Gefunden. Was, Leila, der war... Oh, guck mal, hast du gesehen? Der hat Krokant auf dem Kopf gehabt. Der hatte ein Schokotopping mit Krokant drauf. Geil, Alter. Jetzt ein Muffin. Das wäre geil. Nam nam. Ja... Ihr möchtet wissen, wo die Bestie mit dem Berg aus Feuer auf dem Rücken zu finden ist. Ich verfüge über jenes Wissen. Aber noch seid ihr dessen nicht würdig. Nur wenn ihr ganz oben in der Nahrungskette steht. Nur wenn ihr den Feuerwürren und den gehörnten Würren besiegt, welche den Wald und das Ödland heimsuchen. Nur dann werdet ihr würdig sein. Eine neue Aufgabe ist verfügbar. Feuriger Thron über dem Wald. Gehört der Tyrann unter dem Sand. Wir sollen wohl diese zwei Monster jagen. Es muss sich auf Rathalos und Diablos beziehen. Sollen wir zurück zur Basis und uns vorbereiten? Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass Diablos das Ding ist, was wir schon mal bekämpft haben, oder? Ist ein geiler Name. Und ja, ich möchte mich gern vorbereiten. Erjage einen Rathalos. Ich möchte mich eigentlich eher vorbereiten. Ich möchte mich vorbereiten, aber ich weiß nicht, wo ich hier runter kann oder wo ich hier überhaupt bin. Hilfe.
Ich möchte irgendwie gerne mit Diablo anfangen. Und den bekämpfen. Aber ich habe keine Ahnung, wo der andere... Warte mal, der ist auch hier schon in der Nähe, der Ratian, oder? Rathalos. Ach, scheiße. Aber wir haben eine Feuerwaffe, das ist nicht gut. Ich weiß gar nicht, wo ich hier bin, ey. Oh, hier kann ich runter, na endlich. Rathalos. Prinzessinnen.